Hey und herzlich willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorweg muss ich gleich mal euch was gestehen. Und zwar habe ich den langen Part, diesen ja ca. 50 Minuten Part aufgenommen. Nur hat es mir irgendwie so die Datei verhauen, dass ich die gar nicht bearbeiten kann. Also nicht schneiden kann. Ich kann sie aber abspielen, sowas alles auf meinem PC. Ist voll komisch. Ich meine, ihr seht ja auch gerade die Screenshots. Es ist auf jeden Fall ganz komisch irgendwie, was mein PC da gemacht hat. Auf jeden Fall kann ich diesen Part nicht hochladen. Deswegen habe ich jetzt die Geburt von Naruto, das was größtenteils einfach nur Cutscene ist, wo ich gerade mal 2 oder 3 Sätze sprechen konnte, den kann ich leider nicht hochladen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht so übel. Das war, wie gesagt, keine Absicht, aber irgendwas ist da auf jeden Fall komplett schief gelaufen und die Datei hat es komplett verhauen, sodass ich die nicht bearbeiten kann. Aber wir machen direkt weiter. Und ja, der Part ist ja sowieso auf meinem Kanal von einem alten Let's Play. Falls ihr das irgendwie gucken wollt, könnt ihr das ja gerne machen. Vom alten Let's Play ist genau dasselbe. Circa 48 Minuten lang oder so. Wir sollen jetzt auf jeden Fall zu den Wasserfällen, denn Guy hat mitbekommen, dass Naruto gerade den Kyuubi unter Kontrolle bekommen hat, beziehungsweise das Chakra jetzt hat. Und wir sollen da jetzt auf jeden Fall direkt mal zum Wasserfall hin. Am Ende des Parts ist eigentlich dann auch noch passiert, dass Kisame erschienen ist. Der hat sich ja im Schwert von Dings versteckt hier, also im Samehade-Schwert hat er sich ja versteckt und das hat ja Killer B die ganze Zeit auf dem Rücken gehabt. Und deswegen hat Kisame alles mitbekommen und möchte jetzt hier von dieser Insel wieder fliehen, um diese Informationen Tobi zu geben, sodass er weiß, was die alliierte Ninja-Streitkraft auf jeden Fall vorhat. ガイさんもやってみては。バカを言え。そんなことよりナルトの応援に行くのが先だ。そんなに怒らなくても。あ、もしかして本当は自分の真実を知るのが怖いんじゃ。ん?何よ。俺が怖がっているとでも?ノープロブレーム。そこまで言うなら見せてやる。 何者も恐れぬ強靭な精神を。え?なんだこいつは?え?こんな変な奴が俺の真実の姿なのか?違います。よく見てください。そいつは暁です。確か、名前は星垣キサメ。星垣キサメ? まさかこんなところであなたに会えるなんてね。珍獣。このサメ顔どこかで。そんなことよりそこをどいてくれませんかね。ガイさん、そいつを逃がしてはダメです。赤月のお前がここで何をやっている。それをあなたに教えるとでも。いずれにせよ。 お前を逃がすわけにはいかん。いいでしょう。あなたとの縁もどうにかしたいと思っていたところです。この大刀サメ肌で削り切って差し上げましょう。なるほど。相当できるようだな。だが、この青い文字をサメごときに決して遅れは取らんぞ。 So, da sind wir auch schon im dritten Kampf, also das ist ja, glaube ich, ihr dritter Kampf gewesen in Shippuden. Ja, ne, beziehungsweise in Classic hatten sie den ersten und dann nochmal in Shippuden auf jeden Fall 2. Und jetzt bekommt Kisame erstmal schön auf die Fresse. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es damals ziemlich peinlich von Kisame, dass der sich sozusagen selber getötet hat. Es ist ziemlich schwach gewesen, dass er das gemacht hat. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, von ihm ein bisschen mehr Ehre oder so. Aber gut, hat er scheinbar nicht gemacht. Gerade die Schwert-Ninjas, die sind ja, also allgemein Schwert-Ninjas, die sind ja, stehen ja so ein bisschen für Ehre und so ein Zeugs. Und das war meiner Meinung nach ziemlich unehrenhaft, wie er ja, halt vonstatten gegangen ist. Aber gut, so ist es nun mal. Aber dafür hat Guy auf jeden Fall ein geiles Jutsu hier rausgehauen, und zwar das Hirudora. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so einsetzen kann. Was passiert, wenn ich das mache? Okay, hier passiert nichts. Als Ulti hat er das, glaube ich, oder? Ich könnte mal testen, ob er hier das Hirudora einsetzt. Ich meine, ja, das müsste Hirudora sein. Haus raus, Guy, mit deiner kompletten Leidenschaft. Mit deiner Blüte. Hirudora! Zack, Alter. Geil, Mann. Ziemlich überraschende Technik. Ist, glaube ich, es ist, glaube ich, Taijutsu, oder? Also, ich meinte, er meinte damals, glaube ich, das wäre ein Taijutsu, kein Ninjutsu.
Ihr könnt mich aber gerne aufklären. まさに珍獣。これほど体術の強い忍びは珍しい。あなたとは3度目ですが、まさかここまでの敗北を味わうとは。まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。ガイさん、やったのか。 激魔先生ってばすげえ。そいつを倒すなんて。そのままやつを捕らえてください。その後俺が記憶をたどって情報を引き出してみます。木の葉の情報部の者もいるのですか。よし、このまま奴を拘束する。手伝うってばよ。まだ動けるのか。気をつけて、何か仕掛けてきますよ。この状況、 今の私に逃げ道はなさそうですね。ですが、ここの情報だけは。危なかったってばよ。最後の悪あがきってやつか。これで 私の役目は終わりですかね、イタチさん。今日からあなたと組むことになったものです。元霧隠れ忍び刀七人衆の一人、星垣キサメ。以後お見知りおきよ、内葉イタチさん。あなたの噂は聞いています。 内葉の同胞を皆殺しにしたという噂は。同胞を殺すあの感覚はとても口で言えるもんじゃありませんよね。私も同じ境遇にある者、あなたの気持ちはわかりますよ、イタチさん。よく喋るな、お前。 まあそう言わずに仲良く楽しくやりましょうよ。一度でも仲間に手をかけた人間はろくな死に方をしないものだ。覚悟しておけ。ならあなたも私もすでにろくでもない人間ってことですね。いや、どんな奴でも最後になってみるまで 自分がどんな人間かなんてのは分からないものだ。死に際になって自分が何者だったか気づかされる。死とはそういうことだと思わないか。イタチさん、どうやら私はろくでもない人間。まだ何かするつもりか。みんな注意しろ。 でもなかったようです。しばく。さっきのは水分身だったのか。いや、そんな素振りはなかった。多分本物だ。 イタチとツーマンセルで組んでたほどの男がこんな死に様だとはね。でも敵の俺たちに仲間の情報を渡さないためにやったんだ。暁の中にも仲間のことを思って動くやつらがいるんだってばよ。敵ながらあっぱれだ。忍びの生き様は死に様で決まる。星垣貴様、 お前のことは一生覚えておこう。リンネが長門の隠し場所を素直に話す気はないようだな。あなたが私の前に来ることは分かってた。一つ問う。なぜお前らほどのメンバーが俺を裏切った。渦巻鳴門、 奴にそれほどの価値があるとでも言うのか。彼は光。
だからこそ希望の花を持てる。俺に牙を向けるというのにまだ暁の衣を着ているとはな。暁は弥彦の作った組織、この衣は私たちの正義の象徴。あなたのものではない。そしてリンネガンは雨隠れの忍び、ナガトが開眼したもの、やはりあなたのものではない。お前は二つ勘違いをしている。どうせ最後だ、教えてやる。何？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンを長門に与えたのも俺だ。だから返してもらうと言った方が正しいか。まあいい。俺からすればお前はリンネガンの在りかを知るただの小娘に過ぎ、お前を捕らえればどうにでもできる。内派の動力をなめるなよ。あなたの言っていることなど所詮眉唾、信じるに値しない。私も長門、そして弥彦も、私たちは私たちの道を歩いてきた。そこにあなたはいなかった。三人で見てきたものこそが真実だ。今となってはどうでもいいことだ。どうせお前たちの道とやらはここで終わるのだからな。道は終わらない。私が終わらせない。平和へと続く道を私たちは最後まで歩いてみせる。いいだろう。ならばその道を守ってみせろ。暁らしく実力でな。So, und zwar muss ich hier gleich mal was revidieren. Ich habe nämlich gesagt, dass ich Conan ziemlich schwach finde. Das war gegen Ende des Storm 2 Let's Plays. Da habe ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Kampf hier total ausgeblendet und gar nicht mehr vor mir gehabt, dass die überhaupt gekämpft haben und dass Conan hier wirklich einiges geleistet hat. Das müssen wir einfach mal sagen. Ich meine, ihre Explosionen, die sie da im Anime eingesetzt hat gegen Tobi oder gegen Madara, wie auch immer, Die hielten ja, glaube ich, für 5 Minuten diese Explosion, und hätte sie es geschafft, dass die Explosion für 10 Minuten wären, so war es, glaube ich, dann hätte sie es echt geschafft, Tobi, Obito, Madara, wie auch immer, zu killen. Und das ist schon bewundernswert, was sie da für einen Plan geschmiedet hat. Alter, der bricht mir ja komplett ein Schild jedes Mal. Man muss einfach sagen, das ist bewundernswert gewesen, was sie da gemacht hat. Und auch krass gewesen. Also der Kampf war auch heftig, aber ich habe das, wie gesagt, komplett ausgeblendet. Deswegen habe ich sie auch als nicht stark empfunden. So, jetzt beenden wir das Ganze mit dem Shikigami Dance, oder wie das heißt. Also Blättertanz heißt es, glaube ich. Wo wir die ganze Zeit um mich herum dance. Komm, lass dich doch einfach mal treffen, mein Süßer. Komm her, mit deiner schönen Maske. Ich glaub's wohl selber nicht, Alter. Funktioniert das eigentlich? Ja, es funktioniert. Ich hab da mein Blättertanzen, er chillt noch außerhalb und kommt dann und springt doch nochmal rein. Aber schön mit Blättertanz auf jeden Fall. Genatzt. Sehr schön auf jeden Fall. Conan, du tust mir so leid. Weil du wirst diesen Abend, diesen Tag, ich weiß ja nicht, was Amikakuri jetzt gerade für ein Moment ist. Ob es ein Tag, Abend ist, keine Ahnung. Du wirst das nicht überleben, meine Süße. Amakumiteitana. 考えれば元暁メンバーだ、お前も。だが俺はまだ倒れん。さてこれからどう攻める。暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンを長門に与えたのも俺だ。弥彦も長門も己の考えで動いていた。彼らはあなたの駒なんかじゃない。どんな形であれ己の意志のために戦って死んだ。だからこそ意志はつながっている。あなたに邪魔はさせない。口では何とでも言える。所詮お前もナガトもナルトのザレ言に乗せられただけだ。俺からすれば道化に過ぎん。本当の平和などない。
希望などありはしない。ナガトはナルトを信じることで哀れだった自分を慰めたかっただけだ。私の、ん？私の信じる者たちに道化などいない。ヤヒコ、ナガト、彼らの意志は消えない。私もナルトを信じて、今度は彼が平和の架け橋になる男だと。そして私はそのための柱となる。最後のチャクラを使ってしまったけど、これでマダラは確実に死んだかな。イザナギ、光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができる。ウチハの禁術、ウチハと千獣、この両方の力を持つ者だけが許される道術。ウチハ、千獣、それは陸道の力のはず。あなたは一体何者？俺は千獣柱間の力を手に入れたウチハマダラ、二人目の陸道にして今は唯一の存在。まだいろいろと話してやってもいいが、俺も忙しい身でな。話は終わりだ。現実をかけ終わった時、お前は終わる。ナガト、ごめんなさい。ヤヒコ、リンネガンをいただく。キュービチャクラの修行？いえ、晴れてキュービはナルトのもの。あとは熟成すれば本物。熟成って？熟成イコールコントロール。これにて修行はエンドロール。ああ、つまり次はキュービチャクラをうまく使いこなすための修行をするってさ。そしてそれが終われば修行は終わりだそうだ。おお、さすがヤマト隊長、よく B のおっちゃんの言葉がわかったな。褒められても全く嬉しくないんだけど。修行の舞台は真実の滝。 OK、 レッツゴー。手前よし、真実の滝だな。やってやるってばよ。いろいろ心配だし、僕もついていった方が良さそうだな。So, Tobi hat es echt geschafft und hat Conan besiegt. Man muss aber sagen, der Kampf war im Anime-Manga so nice. Also, es hätte, glaube ich, keiner damals erwartet von Conan, dass sie auf so auf jeden Fall sowas Krasses hinlegt und es wirklich fast schafft, Madara zu besiegen. Und ja, Freunde, also wir werden auf jeden Fall hier den Part an der Stelle beenden. Ist heute ein bisschen kürzer, der Part. Ich habe einfach nur ein bisschen gerade Angst, dass irgendwie hier wieder was abschmiert an meinem PC oder so. Deswegen beende ich lieber den Part jetzt erstmal kurzzeitig und versuche das Ganze irgendwie offscreen zu handeln und hoffe, dass die nächsten Parts dann auf jeden Fall wieder etwas länger sind. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze ein bisschen verstehen. Der Kampf war auf jeden Fall ziemlich nice. Jetzt werden wir auf jeden Fall versuchen, weiterhin das Kyuubi-Chakra zu kontrollieren, um es richtig einsetzen zu können. Und das werden wir auf jeden Fall alles in den nächsten Parts erleben. Der Krieg wird jetzt auch bald anfangen. Sollte in den nächsten ein, zwei Parts dann auch passieren. Wird auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Schreibt einfach eure Meinung so ein bisschen zu dem Kampf zwischen Kisame und Gai und Conan und Madara. Würde mich interessieren. Ansonsten bis dahin, haut rein. Tüdelö.